Moinsen, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zum Illishami-Video. Ja, das hier ist ein Mythisch Plus und ein Raid Guide. Beide Guides miteinander kombiniert. Schaut euch unbedingt beide Guides an, denn es kann durchaus sein, dass ihr die Mythisch Plus Rotation mal im Raid braucht. Also die Multi-Target-Rotation oder halt die Raid-Rotation, die Einzelschaden-Rotation mal im Mythisch Plus. Ne? So, auf geht's, kommt. Wir fangen erstmal an mit den Werten. Ja, Illishamane. Ganz klar, wir machen Prio auf Meisterschaft, danach Tempo. Ne? Meisterschaft so hoch wie möglich stacken. Kommen wir zu den Talenten. Ne? Die Talente, das hier sind jetzt die Mythisch Plus Talente. Ne? Ich habe die auf Feuer gebaut. Ne? Hier links eine standardgemäße Mythisch Plus Seite. Wir haben jetzt hier natürlich Totemmischer Rückruf dabei und ne? Alles mögliche. Also wir sind halt komplett auf Mythisch Plus ausgelegt und auf AOE Schaden. Links ist eigentlich relativ standardgemäß gebaut. Ja? Warum wir den Totemischen Rückruf dabei haben, das erkläre ich euch gleich nochmal. Ne? So, dann haben wir jetzt hier um die rechte Seite und hier sind wir halt komplett auf Feuerschaden und auf AOE. Ne? Wir sind jetzt nicht auf Blitz, sondern auf Feuerschaden. Die Talent Strings, die könnt ihr euch für den Raid und für den Mythisch Plus aus der Videobeschreibung und auch aus den Kommentaren kopieren. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt hier ab in die Rotation. Und ich kann euch sagen, hier die Rotation, die schmettert gut rein. Ne? Die ist schon sehr, 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 sehr geil. Ne? Wir schmeißen uns jetzt hier nochmal schön was zu essen rein. Machen jetzt hier nochmal eine Fiole an und dann geht es hier los in die Mythisch Plus AOE Rotation. Ich habe mehrere Rotationen für euch vorbereitet. Ne? Und zwar Makros, womit ihr jede Minute die perfekte Rotation fahren könnt. Dann habe ich ein Makro mit dem Feuerelementar. Ne? Das Makro hat dann 2,5 Minuten Abklingzeit. Ne? Das andere, das macht auch sehr, sehr viel Schaden, das was eine Minute Abklingzeit hat. Ne, das ist, ihr wisst Bescheid. Ja? Ihr drückt jetzt einen Knopf einfach nur hier unten. Bei mir ist es auf T. Ja? Ich drücke jetzt nur T und fahre die perfekte Rotation und bräder ordentlich Schaden raus. Ne? Wobei ihr noch dabei, ihr müsst noch was beachten. Und zwar müsst ihr hier mit urzeitliche Welle und den Flammschock, der in der Rotation drin ist, darauf achten, dass ihr auch wirklich alle Ziele, ne, Flammschock aktiv habt. Ja? Und der totemische Rückruf, der ist hier dafür da. Ne? Wir hauen das Totem des flüssigen Magmas rein, aktivieren den Rückruf und machen das dann gleich ein zweites Mal. Das ist alles im Makro drin. Ne? So, auf geht's. Wir machen jetzt hier, wir starten mit der Rotation. Ne? Das hier ist jetzt die mit dem Feuerelementar. Ne? Wir haben jetzt hier den Rückruf. Machen das Ganze jetzt nochmal hier. Verteilen jetzt hier nochmal ordentlich Dots und dann haben wir hier Schaden. Ne? Und ihr seht, das Ganze ist schon echt Wahnsinn. Ne? Jetzt habe ich das, jetzt habe ich das Ganze da hinten hingehaut. Oh meine Güte. Ne, ich habe jetzt hier den das Erdbeben da hinten irgendwo hingehauen. Ne? Und ihr seht, der Schaden, der ist schon echt krass. Der ist wirklich, wirklich verrückt. Ne? Ich habe hier schon Zahlen gehabt, da war ich bei 1,2 Millionen. Und wenn ich das Erdbeben da nicht weggehauen hätte da hinten oder falsch hingehauen hätte, Leute, wirklich echt verrückter Schaden. Auch kein Aszendenz-Proc hier drin und also wirklich. Ja, da könnt ihr locker mal 2 bis 2,5 Millionen Schaden machen. Ne, das sage ich euch so, wie es ist. Und das aber auch, wenn ihr diese 1-Minuten-Rotation hier benutzt. Ne? Diese Rotation hier, die 1-Minute-Cooldown habt, die könnt ihr von Mobgruppe zu Mobgruppe im Mythisch Plus benutzen. Unglaublich, was ihr da für einen Schaden fahren tut. Ne? Ich werde jetzt hier mit meiner Macht hier unten overcappen. Ne? Das ist aber den Grund, dass ich jetzt mit mehr rein starte als wie normalerweise. Ne? Normalerweise habe ich hier unten gar nichts drin. Aber ist egal. Aber auch hier werden wir das Ganze so machen, dass wir das auch dann verteilen. Ne? Die ganzen Dots und so. Ne? Ihr seht hier, alle verteilt und dann kommt hier der Schaden. Ne? Diesmal setzen wir das Erdbeben aber auch richtig. Und ihr seht halt hier, ich habe das Erdbeben richtig gesetzt und ich habe jetzt mein Feuerelementar nicht mit drin. Und ich habe kein Trinket benutzt. Und Leute, ihr seht, ich habe genau dieselben Schaden gefahren. Ne? Und jetzt stellt euch mal vor, ne, ich hätte jetzt mein Erdbeben dort hinten richtig gesetzt und anstatt Ad Cursor hier hinten in, sondern richtig in die Puppen rein und hätte jetzt hier noch ein paar Procs gehabt. Also wie gesagt, ich sag's euch, in der Dungeon locker 2,5 Millionen. Verrückter Schaden. Richtig, richtig verrückter Schaden. Die Rotation, die habt ihr hier oben übrigens gesehen. Ne? Die ist hier durchgelaufen. Falls ihr die Rotation nochmal sehen wollt, dann spult einfach zurück und macht das Ganze auf langsam. Hört sich das auch ein bisschen lustig hier an mit meiner Stimme. Und dann, ja, haben wir hier oben die Rotation, die läuft dann dort durch. Wir gehen jetzt über in die Mythisch Plus Single Target Rotation. Ja? Die Mythisch Plus Single Target Rotation, die haben wir hier. Zack, die tauschen wir mal durch. Und hier oben nehmen wir Mythisch Plus Single und hier Mythisch Plus Single eine Minute. Ich habe halt auch für Mythisch Plus, also hier für den Skill habe ich jetzt 4 Makros erstellt. Ja? Die Makros, die könnt ihr euch besorgen und zwar, ja, in der Videobeschreibung und in den Kommentaren, da findet ihr die Links dazu. Ja? Schaut da unbedingt rein, solange die noch aktiv sind. So, auf geht's. Ne? Wir haben jetzt hier
M plus Single Target Makro mit dem Feuerelementar drin. Ja, auf geht's. Oben seht ihr wieder die Rotation, die durchläuft. Ne? Zack, und jetzt kommt der Schaden. Ne? Und ihr seht, auch im Single Target macht die Rotation hier echt verdammt viel Schaden. Ne? Das ist richtig krass. Ja? Und ihr könnt dann natürlich dann hier mit eurem Erdschock eure Lava-Eruption procken und Leute, ganz ehrlich, ist absolut verrückt, was ihr hier mit für einen Schaden fahrt. Auch im Single Target. Ne? Richtig, richtig cool. Feiere ich auf jeden Fall sehr, sehr ab. Die eine Minuten Rotation ist halt im Grunde genommen gleich. Ja? Nur, dass wir Totem des flüssigen Magmas nur einmal benutzen, den totemischen Rückruf, den habe ich rausgenommen dort. Genauso wie das Feuerelementar. Hm? Das heißt, wenn ihr das beides auf Cooldown habt, dann steigt ihr um auf diese eine Minute. Ne? So Leute, ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt über in den Raid Guide. In den Raid Guide für, ja, gut, gucken wir uns jetzt erstmal die Raid Talente an. Ne? Genau. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob ich umscalen kann, weil das weiß ich nämlich jetzt gerade nicht, wegen den Cooldowns. Nein, weil der Rückruf nämlich auf Cooldown ist. Dann nutzen wir jetzt die Zeit aus und ich zeige euch jetzt den allerbesten Trick für den Elischamane. Ne? Und zwar geht ihr hier mit dem Daumen oder mit eurer Maus um den Elischaman herum, ne? Oder mit dem Finger, je nachdem, ob ihr mit dem Handy dabei seid oder nicht. Dann geht ihr hier unten rechts, ne? Drückt auf den Like-Button, das würde mich sehr, sehr freuen. Drückt daneben auf den Abonnieren-Button, die Glocke aktivieren und wenn ihr richtig verrückt seid, ja, so wie einige von euch, grüß dich Maren, dann ne, macht ihr hier mal ordentlich Plus. Haut da ordentlich Plus raus. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, hab vielen, vielen lieben Dank. Und Leute, wir machen auch mal einen kleinen Like-Cooldown. Ja, 3, 2, 1 und liken. Rein da. Smashen auf den Button. Guti, Leute. Ne, jetzt müsste der Cooldown wieder bereit sein. Ja, in 8 Sekunden, dann skillen wir um und dann schauen wir uns die Raid-Skillung an. Ne? Ja. Also im Grunde genommen, der Edelschamane, der spielt sich super easy, ne? Und besonders wenn ihr halt diese Rotation habt, dann ist das so oder so total einfach. Ja? So, auf geht's. Gehen wir jetzt hier in den Raid Guide. Ihr seht, hier verändert sich einiges. Ja? Wir werden erstmal anfangen hier mit links. Ja? Links, wir sind hier auf den defensiven Baum gegangen. Wir haben hier sehr, sehr viel Kettenheilung, wir haben Erdschild, wir haben sehr, sehr viel Defensives dabei. Ne? Totem des Heiligen Flusses. Und haben hier unten die Schnelligkeit der Natur. Ja, die Schnelligkeit der Natur, die haben wir mit, denn wir wollen, dass unser Elementarschlag spontan in dieser Rotation mit drin ist. Ne? Wir haben hier auf der rechten Seite, ne, sind wir hier in diesen mittigen Baum gegangen, haben den Eisvogel mit dabei und ja, ne, ihr habt gesehen, was sich alles verändert hat, da hat sich einiges verändert. Alles hin in Richtung Single Target. Ne? Ich zeige euch jetzt auch die Single Target Rotation. Da habe ich auch zwei Rotationen und zwar einmal eine Minute und einmal ganz normal mit dem Feuerelementar. Ne? Wir werden jetzt die Rotation mit dem Feuerelementar machen und vielleicht dann auch nochmal die eine Minuten Rotation. Ja? Eine AOE Rotation würde ich euch hier, wenn ihr in einer Massenschaden Situation seid, würde ich euch immer dazu empfehlen, dass ihr halt diese Mythisch Plus Rotation nehmt. Ja, das hier ist reiner Single-Target-Schaden. Ihr fahrt konstant mehr Schaden im Single-Target mit dieser Rotation, deswegen eine Raid-Rotation, ja, wenn ihr nur alleine Boss-Schaden fahren wollt. Ja? So, wenn ihr zum Beispiel im Raid seid und ihr habt da Multi-Target, dann nehmt die Multi-Plus-Rotation. Ne? Kommt immer darauf an, wie viele Target ist, also wie viele Gegner da sind und dann ne, wisst ihr Bescheid. Gut, Leute, passt auf. Wir haben noch hier das Besondere, dass wir hier den Elementarschlag dabei haben. Ne? Wir benutzen den Elementarschlag hier, um halt den Damage zu stacken. Ne? Und auf geht's. Raid Single-Target-Rotation. Ne? Erstmal kommt der Eisvogel, die Schnelligkeit der Natur, die habt ihr gesehen. Ne? Jetzt kommt auch schon die erste Lava Burst. Da war auch eben gerade schon der erste Elementarschlag dabei. Das war so schnell, ja, dass, weil der halt spontan war. Ne? Zack. Und ihr seht hier die Single-Target-Rotation, die ist wirklich krass. Und ich habe jetzt auch nichts aktiviert. Ne? Ich habe jetzt kein Trinket benutzt, keine Pots benutzt, kein gar nichts. Ja? Und ich war trotzdem echt viel Schaden. Ne? Und dann würde ich sagen, können wir gleich übergehen hier in die eine Minuten Rotation, das heißt ohne Feuerelementar und ohne den Rückruf, aber ich glaube hier in dem Fall wäre es nur ohne den Feuer, nur ohne das Feuerelementar. Genau, so, ich muss mal schauen, ob der Cooldown bereit ist. Wir haben Schnelligkeit der Natur, noch 30 Sekunden Cooldown und dann können wir auch schon wieder in die nächste Rotation reinstarten. Ne? Also wie gesagt, wir benutzen hier diesen Elementarschlag, um abzustacken. Ne? Seht, der macht natürlich auch wahnsinnigen Schaden.
Ne? Und wenn das Ding hier reinkreddet, richtig krass. Und das Geile ist halt wirklich mit Schnelligkeit, dann tun wir das zum Spontanzauber und das kann man dann halt sehr, sehr gut abusen. Ne? So Leute, wir haben jetzt noch ein bisschen Cooldown und zwar 3 Sekunden, 2, 1. Und jetzt gehen wir hier über in die 1-Minuten-Rotation. Ne? Ihr seht, ich drücke jetzt hier wieder, ich overcap jetzt, ne, was die Macht angeht, weil ich halt schon wieder ein bisschen mehr hatte. Ne? So. Zack. Und ihr seht, das Ganze hier funktioniert sehr, sehr gut. Mal eine Menge Schaden. Ne? Ja. Und ihr habt gesehen, wie die Rotation funktioniert. Ne? Und dieser Elementarschlag, ich mache hier einfach so hier. 200.000 einfach. Nicht kritisch. Und ich hatte noch nicht mal irgendwas Großartiges ab da jetzt. Ne? Also dieser Elementarschlag, der ist absolut wichtig und den solltet ihr immer aufrechterhalten. Ne? So gut es geht. Ja? Gut Leute, das war's auch schon mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Ja, die Makros, die findet ihr wie gesagt in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Da findet ihr die Links dazu. Schnappt euch die Makros. Ja? Habt viel Spaß damit. Und Leute, kennt ihr diese Situation? Ja? Wo ihr im Raid seid oder im Mythisch Plus und keine Ahnung, ihr seid nicht ganz so zufrieden mit eurem Schaden und seid dann irgendwo am unteren Ende vom Damage her im Mythisch Plus, heulen die Leute schon immer rum, ja, mach mehr Schaden, dies und das und sowas. Das Ganze könnt ihr ändern, ne? Ganz einfach, schnappt euch die Makros. Ne? Wir sehen uns, bis dann, ciao, ciao.